1945 übernahm die polnische Verwaltung den bisher deutschen Teil Oberschlesiens. Gleichzeitig übernahm sie auch ein ganzes Netz von früheren nationalsozialistischen Arbeitslagern, Gefangenenlagern und Außenstellen von Konzentrationslagern. Nun sollte die deutsche Bevölkerung in diesen Lagern inhaftiert werden. Die sowjetische Winteroffensive im Januar 1945 überraschte nicht nur die deutsche Wehrmacht. Auch die Verwaltung in Oberschlesien wurde überrascht. Deswegen konnte die Evakuierung der Zivilbevölkerung in vielen Orten, in vielen Städten nicht mehr durchgeführt werden. Viele Oberschlesier wollten aber auch nicht flüchten. Sie wollten nicht evakuiert werden. Oft konnte man damals den Satz hören: Wir waren doch keine Nazis, wir haben nichts zu befürchten. Das war aber eine Fehleinschätzung. Den meisten Menschen in der Region war das Ausmaß der Verbrechen, die im Osten Europas im Namen des Dritten Reiches begangen worden waren, nicht bewusst. In vielen Ortschaften nahmen die sowjetischen Soldaten schreckliche Rache, um nur Miechowitz bei Beuthen, Boguschütz bei Oppeln und Schönwald bei Gleiwitz zu nennen. Nach der Besetzung der Region durch die Rote Armee begannen die Deportationen der oberschlesischen Männer in die Sowjetunion, offiziell zum Wiederaufbau des durch den Krieg zerstörten Landes. Sie wurden dann beim Holzfällen, in den Bergwerken oder in Steinbrüchen de facto als Zwangsarbeiter eingesetzt. Betroffen von den Deportationen waren zwischen 40.000 und 60.000 Oberschlesier. Nur annähernd 20% von ihnen sind zurückgekommen. Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Aber nicht für alle. Für viele Einwohner der deutschen Ostgebiete begann erst jetzt die schlimmste Zeit in ihrem Leben. Marek Dworaczyk und ich nehmen euch auf eine Reise mit, auf eine Reise auf den Spuren der Nachkriegslager in Oberschlesien, auf den Spuren der Orte des Schreckens, an denen Menschen auch nach dem offiziellen Ende des Zweiten Weltkrieges gefoltert, inhaftiert und umgebracht wurden. Fahren wir? Fahren wir. Die Geschichte des Lagers Lambsdorff begann nicht erst 1945. Sie begann auch nicht 1939. Bereits während des Preußisch-Französischen Krieges in den 1870er Jahren wurden die ersten französischen Gefangenen hierher gebracht. Danach füllte sich das Lager während aller größeren Konflikte. Während des Ersten Weltkrieges wurden hier Franzosen, Russen, Rumänen, auch Serben, gefangen gehalten, damals noch unter humanitären Bedingungen. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurden hier zuerst polnische Soldaten im September 1939 gefangen gehalten. Danach folgten ihnen Briten, Franzosen und nach dem Ausbruch des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Jahr 1941 auch Angehörige der Roten Armee, die hier unter unmenschlichen Bedingungen gefangen gehalten waren. Nach der Kapitulation des Warschauer Aufstandes im Herbst 1945 wurden viele Angehörige der polnischen Heimatarmee für Aufständische aus Warschau hierher gebracht. Musik
Wir sind hier immer noch in Lambsdorff, allerdings einem anderen Lager. Dieses Lager wurde im Sommer 1945 vom polnischen Ministerium für Staatssicherheit eingerichtet. Und was war der Zweck des Lagers? Hier wurden Menschen eingewiesen aus umliegenden Dörfern, weil die Behörden wollten ihre Häuser für die polnischen Aussiedler aus dem Osten. Das heißt, sie wurden de facto aus ihren Häusern vertrieben, um den zugezogenen Platz zu machen. Verstehe. Wie viele Menschen waren hier? Kann man Zahlen nennen? Man spricht von 5000, vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen. 1500 von ihnen sind gestorben, also sehr viel. Die Bedingungen waren auch sehr schlecht. Die Leute waren unterernährt, sie mussten schwer arbeiten und sie waren auch den brutalen Wächtern ausgesetzt. Also einige von ihnen wollten wahrscheinlich äußerst schwierige Zeit der deutschen Besatzung in Polen auf diese Weise abreagieren, aber viele waren einfach Sadisten. Nach dem Jahr 2000 wurde diese Gedenkstätte hier eingerichtet. Auf den Tafeln stehen die Namen der identifizierten Opfer. Mehr als 1100 sind es. Und auf den Steinen die Namen der Ortschaften, aus denen die Opfer stammten. So, wir sind hier in Blocknitz. Das ist unser nächster Stopp. Hier? Hier gibt es aber keine Überreste. Ja, hier gibt es nichts, aber hier auf diesem Gelände befand sich ursprünglich ein deutsches Lager für Gefangene und nach dem Zweiten Weltkrieg ein polnisches Lager für Deutsche. Es wurden hier ganze Familien gebracht, ganze Familien wurden verhaftet. Ihre Häuser wurden umstellt von der Bürgermiliz, auch kleine Kinder waren hier gesperrt. Es war zwar ein kleineres Lager als Lambsdorff zum Beispiel, aber eines der größeren in dieser Gegend. Hier waren Menschen aus Rosmiersch, aus Himmelwitz, aus Stubendorf auch. Und warum wurden diese Menschen verhaftet? Weil sie zum Teil die polnische Staatsangehörigkeit nicht angenommen haben noch oder sich weigerten, die polnische Staatsangehörigkeit anzunehmen. Auch gab es hier Menschen, die einfach aus anderen Gründen für die kommunistischen polnischen Behörden verdächtig waren. Sie wurden aus ihren Häusern ausgesiedelt, diese Menschen, und an ihrer Stelle oder ihre Häuser wurden Menschen übergeben, die aus den polnischen Ostgebieten hierher kamen. Was haben die Gefangenen im Lager gemacht? Mitte 1945 wurden ca. 80 junge Männer aus diesem Lager nach St. Annaberg gebracht. Dort mussten sie beim Abriss des deutschen Mausoleums arbeiten, wie sich Alfred Mroos erinnerte, ein Zeitzeuge, der damals als Teenager hier inhaftiert war. Wurden alle wertvollen Elemente von diesem Denkmal nach Warschau gebracht zum Wiederaufbau der polnischen Hauptstadt. Die diese großen Betonteile wurden danach in die Luft gesprengt. Die sterblichen Überreste der deutschen Kämpfer wurden in einen Graben auf dem Klosterfriedhof geworfen. Und was noch interessant ist, an der Stelle, wo sich ursprünglich das deutsche Monument, das deutsche Denkmal befand, steht heute das Denkmal der schlesischen Aufständischen. Thank you.
So, wir sind jetzt in Świętochłowice, vor dem Tor des ehemaligen Lagers Zgoda. Und was ist die Geschichte dieses Lagers? Ja, die Geschichte ist etwas anders als die von Lambsdorff und die von Blotnitz, weil die Menschen, die hier inhaftiert wurden, waren nicht ausschließlich deutsche Staatsangehörige. Wir sind hier in dem Teil Oberschlesiens, der schon in der Zwischenkriegszeit zu Polen gehörte. Und Menschen, die hier inhaftiert wurden, waren auch zum Teil polnische Staatsangehörige aus der Zwischenkriegszeit. Deutsche oder deutschgesinnte Menschen, die aber schon vor dem Zweiten Weltkrieg polnische Pässe hatten und im polnischen Staatsgebiet lebten. Sie wurden dann während des Zweiten Weltkrieges wurden sie von den deutschen Behörden als Deutsche eingestuft, weil sie ethnische Deutsche waren, deutsche Volksangehörige waren. Und als Polen diese Gebiete wieder übernommen hat, nach dem Januar 1945, galten sie dann als Verräter, als Renegaten. Und viele von ihnen wurden in Lagern eingesperrt, wurden in Lagern inhaftiert. Es gab hier auch in dieser Gegend mehrere solche Lager. Seit wann existierte dieses Lager? Das Lager entstand schon Anfang der 40er Jahre als ein deutsches Lager, die Außenstelle des Konzentrationslagers Auschwitz. Es existierte so in dieser Form bis Dezember 1945. Nach der Übernahme dieser Gebiete durch die polnische Verwaltung wurde es in ein polnisches Lager, in ein Lager des polnischen Ministeriums für Staatssicherheit umfunktioniert. Auch hier waren die Bedingungen grausam. Die Menschen mussten sehr schwer arbeiten, mussten Zwangsarbeit leisten. Sie wurden terrorisiert, sie wurden gequält, sie wurden auch ermordet. Das Lager war schon im Herbst 1945 geschlossen. Nach dem Besuch einer polnischen Kommission, der Kommission der Staatsanwaltschaft, die festgestellt hat, dass die Hygienebedingungen so dramatisch waren, dass hier eine Typhusepidemie sogar der ganzen Gegend drohte. Und das wäre dann gefährlich, nicht nur für die Häftlinge, sondern auch für die gesamte Gegend oder für die gesamte Stadt. Deswegen wurde das Lager dann auch endgültig geschlossen. Die Menschen, also die Häftlinge, die wurden zwar freigelassen, aber sie müssten sich schriftlich verpflichten, dass sie niemandem darüber erzählen werden, was sie hier erlebt haben. Und die meisten haben auch geschwiegen, weil die hatten ja Angst. Die wussten also, dass die hatten Erinnerungen und Erlebnisse, die man nie vergessen wird. Deswegen haben sich auch bis Ende der 80er Jahre an dieser Verpflichtung gehalten. Es starben hier, es gibt verschiedene Schätzungen, man spricht von 1800 Menschen starben oder auch wurden ermordet. Aber es gibt auch Quellen, die von 2500 Menschen sprechen, die hier ermordet wurden oder gestorben sind. Das ist aber schön hier. Ja, das ist ein schöner und ein interessanter Ort. Die Promenade hinter uns, die führte einmal zum Dreikaisereck, das heißt zu dem Dreiländereck, an dem die Grenzen von Deutschland, Österreich, Ungarn und Russland zusammen trafen. Man kann sich kaum vorstellen, dass in dieser idyllischen Lage früher ein Gefängnis und dann später auch ein Lager existierte. Während des Zweiten Weltkrieges existierte hier ein Gefängnis, ein deutsches Gefängnis, in dem viele Polen inhaftiert wurden, unter ihnen Pfarrer Jan Macha, der dann später im Katowice Gestapo-Gefängnis guillotiniert wurde. Und wie geht die Geschichte dieses Ortes weiter? Ja, das Kuriose ist, das deutsche Gefängnis existierte hier bis Januar 1945 und schon einen Monat später war hier ein polnisches Lager. Das polnische Ministerium für Staatssicherheit übernahm einfach die deutsche Infrastruktur
hat hier ein Lager für Deutsche eingerichtet. Vor allem waren hier Deutsche aus Ostoberschlesien, das heißt für den polnischen Teil Oberschlesiens inhaftiert. Aber außer den Deutschen waren hier auch Soldaten der polnischen AK, also der Heimatarmee des antikommunistischen Untergrunds, so kann man das auch sagen. Auch hier wiederholte sich das bekannte Szenario. Könnte man das, glaube ich, so ausdrücken. Das heißt, die Menschen wurden gefoltert, sie mussten Zwangsarbeit leisten. Sehr viele sind gestorben, also mehr als 2000 Menschen starben hier oder wurden hier ermordet. Auch in diesem Falle war die Geschichte des Nachkriegslagers lange Zeit ein Tabuthema. Bis zum Fall des Kommunismus durfte man darüber nicht sprechen. Das war absolut kein Thema. Und erst nach 1989 begann man auch, die Nachkriegsgeschichte des Lagers zu thematisieren. Und später wurde hier ein Denkmal errichtet, ein Denkmal für die Opfer des deutschen Gefängnisses und für die Opfer des polnischen Nachkriegslagers. 1947 wurde das Lager aufgelöst, aber die Häftlinge wurden nicht einfach freigelassen, sondern ins Gefängnis Jaworzno überstellt. Und was außerdem interessant ist, einige Angehörige der Opfer dieses Lagers bekamen die Sterbeurkunden ihrer Mütter oder ihrer Väter erst in den 90er Jahren. Auschwitz, eines der tragischsten Symbole des Zweiten Weltkrieges, ein Ort, an dem während der deutschen Besatzung Polens massenhaftes Morden organisiert wurde. Das Lager hier steht für ein unfassbares Verbrechen, ein Verbrechen, das an Menschen aus vielen Ländern und vielen Völkern begangen wurde. Das haben wir in der Schule gelernt. Was sie aber mit Sicherheit nicht gelernt hat, ist, dass auch nach der Befreiung dieses Lagers das polnische Amt für öffentliche Sicherheit einen Teil des Lagers übernommen hat und hier polnische Antikommunisten und deutsche Zivilisten verhaftet hat. Schwere Arbeit und Hunger prägten den Alltag hier. Menschen wurden hier auch brutal gequält von Wachmannschaften. Dieses Lager, also dieses frühere Gemeinschaftslager, bestand aus drei gemauerten Gebäuden und aus fünf Baracken. Wir wollen der Opfer alle Lager gedenken, indem wir zusammen mit Bernhard Gajda, dem Vorsitzenden des Verbandes der Deutschen Gesellschaften in Polen, am Denkmal und an der Gedenktafel in Auschwitz Blumen niederlegen und Kerzen anzünden.